Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Ich habe mich in den letzten Tagen in der neuen Season 5, die ist ja jetzt so gut eine Woche alt, ganz viel mit den neuen Charakteren beschäftigt und habe bisher auch alle gefunden, außer die Nummer 38. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wo ihr wen findet. Das machen wir dann später. Jetzt fehlt noch die Nummer 38. Die hätte ich fast gefunden. Bin dann aber leider gestorben. Um an die Nummer 38 zu kommen, hat man entweder Glück und findet die auf der Map. Oder man befragt hier Bunker Jersey, der sich in der Schiffsbruchbucht bzw. in Camp Cod befindet, nach dem Weg zur Nummer 38. Der markiert das aber nicht auf der Karte, sondern zeigt einem grob die Richtung und dann kann man sich das selbst markieren. Das will ich jetzt mal machen und danach gehe ich alle einzelnen Charaktere bzw. NPCs durch und sage euch, wo ihr die finden könnt, falls ihr die noch nicht selbst gefunden habt. So, die Schiffsbruchbucht befindet sich ja bekanntermaßen hier unten und Bunker Jersey wohnt hier oben in dieser kleinen Hütte bzw. bei Camp Cod hier hinten im letzten Haus. Mein Problem war jetzt aber öfter, dass ich den im letzten Haus nicht angetroffen habe. Also fliege ich jetzt zur Schiffsbruchbucht und frage ihn, wo ich die Nummer 38 finde. Die Nummer 38 ist übrigens Bigfoot. So, wie gesagt, Jersey wohnt da unten. Oder in Camp Cod, in dem alten Haus. In dem alten Haus bei Camp Cod befindet sich unten drunter ja ein Bunker, deshalb wohnt er da wahrscheinlich. Das passt auch so einigermaßen zu den NPCs und Charakteren. Man findet die ungefähr da, was sie darstellen. Also den Holzfäller findet man zum Beispiel im Wald, wo geholzt wird. So, jetzt haben wir Pech und jetzt ist kein Jersey da. Guten Tag. Das ist mir letztens öfter passiert, dass Charaktere nicht da sind, wo sie sein sollen. Ich vermute, das ist ein Bug. Das ist mir auch schon passiert. Ich hatte Charaktere gefunden. Wollte die nochmal besuchen, um dort Waffen zu kaufen oder sonst was zu machen. Oder Waffen aufzurüsten. Und dann waren sie nicht mehr da. So. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich ihn in Camp Cod finde. Das ist zu... Oh, hier war schon einer da. Mist. So. Bigfoot. Ja. Bezahle. Ich muss sich 100 Gold für bezahlen. Also ist ganz grob die Richtung, wo ich hingucke. 1600 Meter, das muss ich ungefähr schätzen. Das könnte hier sein. Das ist zu weit. Ist auch noch zu weit, meins. Dann ist es hier irgendwo. Ah, noch ein Stück. Dann läuft er in Weeping rum. So, perfekt. Dann wollen wir mal nach Weeping. So, jetzt noch 600 Meter. Ich bin jetzt ganz gut durchgekommen. Alle, nur mit Laufen. Und ein bisschen schwimmen. Ich hoffe, ich überlebe jetzt noch hier die 500 paar kaputten Meter. Das Problem ist natürlich, dass Bigfoot sich auch ein bisschen bewegt. Ist ja nicht so, dass er nur rumsteht. Das heißt, es ist ja nur eine grobe Markierung, dass ich ihn da finde. Der kann natürlich gleich ganz woanders sein. Aber das ist Weeping Woods. Ich bin dann spaßhalber mal so nach Weeping Woods und habe ihn gesucht. Hab den halben Wald abgefackelt. Ich habe ihn nicht gefunden. Das Problem ist, der kann sich überall auf der Map befinden. Ich vermute, dass der Charakter vielleicht ein bisschen buggy ist und man ihn wirklich nur findet, wenn man Bunker Jersey vorher befragt hat. Aber das weiß ich nicht genau. So, nun bin ich gleich da. Das heißt, er wird hier irgendwo rumlatschen. Dann gucken wir mal, ob der Kollege hier sich irgendwo versteckt hat. Aber wie gesagt, ich vermute, dass der Charakter buggy ist. So. Also wie gesagt, hier habe ich ihn schon öfter gesucht, in dieser Gegend. Da vorne ist er. Super. Endlich! Komm her, Knallerbse. Endlich gefunden. Das hat aber jetzt ewig gedauert. Dann kann ich gleich weitermachen. Gut, perfekt. So, einmal befragen hier. Gib immer einen Nullpunkt Fisch. Danke. Mehr gibt es hier nicht zu kaufen. Sehr gut. Tschüss, Okowski.
Raus hier, komm. Ich will da raus. Na komm. So. Und damit müsste ich jetzt alle Charaktere voll haben. Aber ich spiele das jetzt hier noch weiter und dann, ja. Kommt nachher die Erklärung, welcher Charakter wo zu finden ist und für was gut ist. So, dann möchte ich jetzt mal die Charaktere durchgehen. Wie gesagt, nur für die, die nicht wissen, wo die sind, werde ich das jetzt kurz erklären. Hier Charakter Nummer 1, Lexa, findet ihr bei Hunter's Heaven in einem Haus. Res oder Ries bei Dirty Dogs, und zwar in einer der großen Lagerhallen. Den Gladiator ist klar, Menans im Kolosseum, mitten unten am Schlachtfeld. Den Mancake bei seiner Butterbude. Die Butterbude, wisst ihr sicherlich, befindet sich in der Nähe des Nullpunktes. Maeve oder Marve in der Schiffsbruchbucht, und zwar auf der anderen Seite, da wo nicht Chernsey wohnt, also in der Schiffsbruchbucht, findet ihr zwei Charaktere. Den Condor findet ihr bei Misty Meadows. Der läuft ganz oft rum, aber meistens befindet er sich in der Nähe des großen Brunnens. Dann den Mandalorianer findet ihr bei seinem Raumschiff, also bei Razor's Crest. Der Schnitter befindet sich in der alten Villa, beziehungsweise hier steht jetzt Turbobude. Das ist die alte Villa Richtung Sweet Essence, dort wo man auch bei Galactus tanzen musste. Brutus befindet sich bei Dirty Dogs, und zwar in dem äußersten Haus Richtung seiner alten Höhle, diese große Metallbude direkt am Wasser. Deadfire befindet sich mitten in der Sandzone im Büro des Sheriffs, also in der Nähe des Nullpunktes. Das Schlachtenstäbchen befindet sich bei der abgestürzten Fracht. Das ist auch in der Nähe von Sweet Essence, im Prinzip neben Charakter Nummer 8. Die, also 8 und 11 liegen fast nebeneinander. Bullseye befindet sich bei Steamy Stacks. Läuft dort meistens rum, aber wird ganz oft gefunden zwischen den Kühltürmen. Der Patronengurt ist im sogenannten Flashed oder Flushed Building. Das findet, jetzt muss ich gerade selbst überlegen. Wo ist das nochmal, das Building? Ich hab's auf. Ach, jetzt weiß ich wieder. Das ist bei. Also, dieses Flashed, Flushed Building ist eins dieser zerbröselten Häuser bei Slurpee Swamped, dort wo früher die die Raumschiffe gelandet sind, Richtung Wasser. Der Scharfschütze hier, Weitschuss, ist bei Misty Meadows. Der befindet sich auf dem Berg, ganz grob östlich von Misty. Der bewegt sich kaum, also der steht da eigentlich nur rum. Der Bombasto ist in der sogenannten gewöhnlichen Hütte. Und die gewöhnliche Hütte, jetzt muss ich ganz kurz auf die Karte gucken, befindet sich. Wo bist du nochmal, Hütte? Wie gesagt, ich habe mir hier die Karte mal von Fortnite ausgedruckt, damit ich so die wichtigsten Orte auf Anhieb sehen kann. Muss ich gerade überlegen. Bombast, wo habe ich ihn nochmal gefunden? Ach ja, richtig. Der befindet sich auf der kleinen neuen Insel. Ich glaube, Flopper Island heißt die. Die ist hinter Stealthy Stronghold. Dort bekommt man diese besondere Sniper. Dieses Boom-Scharfschützengewehr. Dann in Ferna gibt es zwei Orte, einmal Herrliche Höhen und Holzzelt. Die Herrlichen Höhen liegen
neben Steamy Sticks, so ein bisschen vorgelagert, dort, wo auch diese alten zerbröselten Häuser sind. Das war früher, ich glaube, das Arme, nee, Armviertel nicht. Ich glaube, das war das Viertel, wo keiner wohnen wollte oder so ähnlich hieß das früher. Und dann beim Holzzelt, und das Holzzelt ist ja bekannt zwischen Sweetie und Holly, dort, wo früher die Handlanger ihren Heli hatten. Dann die Genesung befindet sich direkt in Craggy Cliffs, meistens in einem der, Bootshütten. Und das andere Mal in, hier steht jetzt Hügelhaus, das ist diese Villa. Wenn man von Craggy Cliffs Richtung Pleasant Park läuft, kommt man ja an so einer großen Villa vorbei. Dann dieser große Schluckus befindet sich direkt in Slurpy Swamp und im Elendsviertel. Und das hier, den dritten Punkt, weiß ich nicht, wo das ist. Das habe ich nicht gefunden. Ich bin die Map, ich weiß nicht, wie oft abgelaufen in alle Richtungen. Ich hatte mir überlegt, der muss auch irgendwo in der Nähe von Slurpy sein, denn die Charaktere sind ja ungefähr mal passend zum Ort. Und ich sagte, ich bin Slurpy Swamp, das Elendsviertel, das den ganzen Sumpf abgelaufen, habe ich nicht gefunden. Eventuell buggt das auch oder den Charakter gibt es noch nicht, der wird noch freigeschaltet. Das würde ich dann aber mitteilen, sobald ich den gefunden habe. Den Holzfäller gibt es direkt in Weeping Woods und zwar sitzt der meistens in einem der Wohnwagen und in der Holzhütte. Die Holzhütte ist ganz grob, ganz am Ende der Map im, im Süden der Map. Und zwar hinter Misty Meadows, direkt am Wasser. Ist also relativ einfach zu finden, da kommt man auch mit einer Seilrutsche hin. Dann hier Cole, der Werkarbeiter, befindet sich auch in der Schiffsbruchbucht. Also in der Schiffsbruchbucht befinden sich im Prinzip drei Charaktere, die 37, die 20 und die 5. Und direkt in Retail Row, da ist er meistens, ja, in der Mitte ungefähr da, wo der Neustartbus ist. Also ganz grob. Beziehungsweise, Quatsch, nein, nicht Neustartbus. Beim Zeltlager oberhalb von Retail ist der. Der Ragnarök befindet sich ja, im Langschiffsladen, also in seinem Wikinger-Schiff hinter Holy Edges. Der Bushranger einmal in Salty Towers, in einem der Gebäude. Dann bei Rapid Rust, das ist am Fluss bei, da muss man schon öfters mal Herausforderungen machen, hinter Lazy Lake. Und hier steht jetzt hier irgendwas mit Unnamed Location, Point of Interest, was auch immer, ich vermute, das buggt oder der Punkt ist nicht genau benannt. Das ist die kleine Hütte, wenn man von Steamy Sticks Richtung hier 36, Richtung Pizza Pit läuft, kommt man doch an so einer kleinen Holzhütte vorbei, wo meistens eine Schubkarre mit Moon vor der Tür steht. Da befindet sich das dritte Mal der Bushranger. Den Dummy gibt es einmal bei Kompaktkarossen, also der ehemalige Schrottplatz. Und hinter Pleasant Park läuft der rum. Das ist auch wieder grob die Richtung, wo hier der Beef Boss zu finden ist, also Richtung Imbisswagen hinter Pleasant Park. Ist der Dummy zu finden. Also nördlich von Pleasant. So, jetzt wird es interessant. Hier die Zündkerzenexpertin oder Künstlerin ist einmal in Weeping Woods in der Tankstelle, in Hydro 16 in der Tankstelle und in Lazy Lake in der Tankstelle. Wobei ich das Gefühl habe, dass die buggt. Denn nach Hydro musste ich mehrfach laufen und nach Lazy musste ich auch, also ich war öfters in der Tankstelle und da war nie eine drin und durch Zufall habe ich dann festgestellt, dass sie dort noch einen Punkt hat. Das gleiche gilt hier für den Night, also nochmal, der Night Rider, wie gesagt, bei Sweetie Sands, die große Straße, die durch Sweetie Sands geht, hat eine Rennstrecke abgesteckt. Das gleiche oben bei der ehemaligen Radiostation, oberhalb von Craggy Cliffs, hat er auch eine Rennstrecke. Und bei Steamy Stacks, die Brücke, im Prinzip, die nach Steamy Stacks führt, hat er auch eine Rennstrecke abgesteckt. Dann den Fischer findet man beim Kano oder Lake Kanoe. Das ist ja der, der im Prinzip der von Dirty Dogs liegt. Dann einmal bei Steamy Sticks. Da muss ich gerade überlegen, wo ich ihn da gefunden hatte. Ach ja, unterhalb der Kühltürme, wo es Richtung Dirty Dogs geht, steht er. Also im Prinzip da, wo der Fluss ins Meer geht. Und dann bei Lazy Lake auf der kleinen Insel Richtung Misty Meadows. Dann die Angelmeisterin ist in Sweetie Sands direkt vorne
an der Eisdiele und beim Zapplerteich. Der Zapplerteich ist in der Nähe von Nummer 16, also beim Holzzelt zwischen Sweetie Sands und Holly Hatches. Die Gaunerin gibt es einmal in Holly Hatches, da läuft sie rum, aber sie ist ganz oft in der äußersten Garage, wo es dann schon zum Wikingerschiff geht. Und dann bei Lazy Lake habe ich sie im Main-Gebäude gefunden. Ich meine aber, oder von anderen gehört zu haben, dass sie auch mal rumläuft. Also ich habe sie, ich meine, in dem großen Haus im Norden von Lazy gefunden. So, dann der Schnüffler hier. Befindet sich in Retail Row. In seinem Detektivbüro. Das ist da in der Nähe, wo die Seilbahn beginnt. Und dann gibt es sie noch einmal in Sweetie Sands. Und zwar in einem der Häuser Richtung, wenn man Richtung Tankstelle Neustadtbus läuft. Also wenn man direkt von der Eisdiele kommt. Also man kann quasi von ihr, hier der Angelmeisterin, Sweetie Sands, zu ihm laufen. Dann hat man die zwei erledigt. Dieser Gnom befindet sich in der Pfannkuchenfestung. Das erklärt sich von selbst. Die Sonnenblumengärtnerin ist direkt im Obstgarten. Da läuft sie rum. Der Bauer ist auf der Eisernen Farm. Die Eiserne Farm ist, warum sie das umbenannt haben, weiß ich nicht. Ist diese kleine Farm in der Nähe von der Pizzabude. Also von ihm hier. Dann der Mops oder Mopser befindet sich einmal in Retail Row. Das muss ich gerade überlegen, wo das war. Ich meine, das war in einem Haus mittig, ich glaube im Süden der Stadt, mittig in einem Haus. Und in Pleasant Park, in dem großen Haus in der Nähe der Tankstelle. Dann Kit befindet sich bekannterweise, wie man es kennt, in Catty Corner. Meistens in der Nähe seines Tresors oder Ex-Tresors läuft er rum. Dann der Beef Boss befindet sich bei Dörrburger und beim Dörrburger Imbisswagen. Dörrburger kann auf der Map angezeigt werden. Der Imbisswagen ist der nördlich von Pleasant Park. Dann der Tomatenkopf befindet sich bei Pizza Pit oder bei Pizza Pete's Imbisswagen. Und der Imbisswagen ist in der Nähe von Hydro 16, wo es Richtung Misty geht, in der Nähe von ihrer Tankstelle. Das heißt, man kann sie und den Tomatenkopf gleichzeitig oder kurz hintereinander besuchen. Dann Bunker Jones, die hatte ich vorher schon im Anfangsvideo erklärt, ist einmal in der Schiffsbruchbucht, in dem alten Holzhaus und im Camp Cod, in der ehemaligen Militärfestung. Da ist ja auch ein Bunker. Also man kann sich in dem Haus ja ganz da unten kloppen, im Bunker, aber meistens sitzt er in der ersten Etage oder läuft vorm Haus rum. Dann Bigfoot hatten wir gerade gesehen, war jetzt hinter einem Baum bei Weeping Woods, kann aber überall theoretisch auf der Map sein. Also am besten oder am einfachsten ist es, wenn ihr ihn in Weeping nicht von Automat oder von sich aus findet, oder von euch aus findet, so rum, zu Bunker Jersey und ihn fragen, wo sich Bigfoot befindet. Dann wird das angezeigt, zumindest die Meter. Rabatz, befindet sich direkt in Hydro 16, ganz unten. Aber der Name ist Programm. Also müsst ihr aufpassen, der ist wild und greift quasi an. Also man kann bei ihm auch nichts kaufen oder tauschen, sondern der ist eigentlich nur zum Töten da, um an seine Waffen zu kommen. Und dann hätten wir noch zum Schluss hier Nummer 40 das Fischstäbchen. Der ist einmal in Coral Castle, mitten in Coral Castle. Und einmal in Craggy Cliffs in der Nähe, oder ich glaube sogar in seinem Fischrestaurant. Ich meine, im Restaurant selbst habe ich den gefunden. So, falls euch interessiert, was man mit den einzelnen Charakteren machen kann und ihr wollt das jetzt wissen und nicht selbst ausprobieren, kann ich euch das auch ganz grob sagen. Ich habe das hier mir so in Stichpunkten aufgeschrieben. Die Nummer 1 kann man Kopfgeld erspielen, also Gegner töten. Dann kann man die Waffe Sturmspeer bei ihr kaufen. Da muss man aber ordentlich Goldbarren haben. Und man kann Informationen über Schatztruhen in der Nähe bekommen. Hier bei Nummer 2 kriegt man
Ein Schadensauftrag, ein Kopfgeldauftrag oder kann die Waffe Schattentat, das ist eine schallgedämpfte Pistole, kaufen, die kostet aber auch ordentlich, kann eine Waffe aufrüsten oder ihn rekrutieren, dass er mit einem kämpft. Der Minans kann man wieder Eliminierungsauftrag starten, also Kopfgeld, kann einen Auftrag starten, meine ich, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, überlege Sturmphasen. Eine Spielereliminierung kann man bei ihm kaufen oder nein. Wenn man mit ihm redet, bietet er einem das an und dann bekommt man dafür Gold. Und dann kann man ihn natürlich töten als Duell und dann bekommt man ein episches Sturmgewehr. Der Mancake hat Aufträge, meine ich, man soll Äpfel und Bananen sammeln, dann verschiedene Waffentypen sammeln, Kopfgeld gibt er und dann die Waffe Nachthabicht kaufen. Das ist ein Revolver mit Zielfernrohr, kostet aber auch ordentlich Gold. Und man kann ihn rekrutieren, dass er mit einem kämpft. Dann Maeve hat den Auftrag, man soll schwimmen gehen, davon kriegt man Gold. Man kann Kopfgeld bei ihr spielen oder sie auch rekrutieren. Condor, was habe ich denn da aufgeschrieben? Kopfgeld, man kann die Wache Drachenodem Schrotflinte kaufen. Kostet nicht ganz so viel Geld, die gibt es sogar zweimal. Kann eine Waffe aufrüsten. Und kann ihn töten, dann kriegt man im Duell hoppla, eine epische Pistole. Der Mandalorian, kann man nur eliminieren, das ist ja ein Boss. Und dann droppt er die Waffe, Scharfschützengewehr und andere Gegenstände, unter anderem diesen, ja, nehmen wir es mal Raketenrucksack. Beim Schnitter kann man Kopfschussschaden sozusagen als Auftrag bekommen, Eliminierung als Auftrag bekommen. Kopfgeldjagd bekommen und eine normale Kopfgeldjagd machen. Also man kann eine Kopfgeldjagd buchen und man kann noch den Auftrag schließe Kopfgeldjagd ab bei ihm bekommen. Und eine Waffe aufrüsten, das macht er auch. Brutus gibt einem den Auftrag Metall zu sammeln. Kopfgeld kann man erspielen. Er hat dreimal die Waffe Maschinenpistole, die ist nicht ganz so teuer. In episch, dann Waffe aufrüsten und man kann ihn natürlich töten und kriegt dann eine epische Maschinenpistole. Deadfire. Der möchte als Auftrag Schaden mit gewöhnlichen und ungewöhnlichen Pistolen. Dann Pistolenschaden, Eliminierung mit Pistole, Kopfgeld kann man erspielen und fünfmal eine Waffe, eine Pistole kaufen. Das Schlachtenstäbchen bietet den Auftrag an Maschinenpistolenschaden. Dann muss man Fischstäbchen, Restaurant, Deko zerstören. Kopfgeld kann man erspielen und er hat fünfmal die Waffe Maschinenpistole. Und dann kann man noch Munition bei ihm kaufen. Bullseye bietet den Auftrag, Munitionskisten zu durchsuchen, Kopfgeld zu erspielen, verkauft schweres Sturmgewehr in episch und in selten, hat Munition und man kann sie sogar rekrutieren. Der Patronengurt bietet an Eliminierung mit Schrotflinte, man kann eine Schrotflinte beim Kaufen, Munition. Und man kann ihn auch rekrutieren. Den Scharfschütze Weitschuss kann man Scharfschützengewehrschaden als Auftrag bekommen. Kopfgeld erspielen. Ein Repetier Scharfschützengewehr bei ihm kaufen. Das ist sogar preislich in Ordnung. In Gold. Munition kaufen und ihn auch rekrutieren. Der Bombasto. Gibt es den Auftrag an Spieler Gebäuden Schaden zuzufügen. Mit einer Explosionswaffe Eliminierung zu machen. Kopfgeld kann man erspielen. Er bietet ein Scharfschützengewehr an und sogar zweimal, meine ich, den Raketenwerfer in episch. Inferna gibt es den Auftrag, man soll Glühwürmchen sammeln, man soll ein Lagerfeuer benutzen. Kopfgeld kann man mit ihr spielen. Sie hat fünfmal, meine ich, die Waffe Glühwürmchen, Glas. Und wenn man sie tötet als Duell, bekommt man die epische Drachen-Odem-Schrotflinte, so heißt das Ding. Bei der Genesung kann man ein Auftrag-Teammitglied wiederbeleben bekommen. Der Spiel, dafür gibt es dann Gold. Medkit oder Verband benutzen, beziehungsweise neben einen anderen Spieler werfen. Dann kann man bei ihr Verbände kaufen, Medkits kaufen und man kann sie auch rekrutieren zum Kämpfen. Dann der große Schluckus bietet stelle Kondition mit Schlürfsaft aus beliebiger Quelle wieder her. Dann man soll seine Fässer, also Slurp-Fässer zerstört. Kopfgeld kann man erspielen. Er verkauft Schildtrank und man kann mit ihm kämpfen. Dann bekommt man eine epische Maschinenpistole. Kyle
Auftrag, Baumaterialien sammeln, Holz abbauen, man kann bei dem Holz kaufen, in verschiedenen Ausprägungen. Und man bekommt Informationen von ihm, wo es Lagerfeuer, wenn man sie braucht, in der Nähe gibt. Cole hat die Aufträge logischerweise, sammelt Baumaterialien, baut Stein ab. Oder man soll Steingebäude bauen. Geht auch. Und man kann bei ihm Metall kaufen. So, hier der Ragnarök. Gibt es den Auftrag, Vorsicht durchsuchen. Truhen durchsuchen. Kopfgeld kann man erspielen. Wenn man ihn tötet, gibt es eine epische Maschinenpistole und Holz. Und er hat die Information, Schatzruhen in der Nähe aufdecken. Der Bushranger. Sind dann sogenannte S-Herausforderer. Apfel, Banane, Sofortgegenstände, benutzt ein Lagerfeuer. Dann kann man bei ihm Chili kaufen und Pilze kaufen. Oder man kann ihn rekrutieren. Der Dummy hat ein bisschen merkwürdige Aufträge. Die haben bei mir nicht so wirklich funktioniert. Man soll ein Auto zum Beispiel zu Kompaktkarossen bringen. Das hat bei mir nie funktioniert. Und mit einem Fahrzeug durch die Luft, naja, da hatte ich keinen Bock drauf. Das kann man machen, dann kann man ihm eine Waffe kaufen, die nennt sich die Doppelte. Und man kann Sprungfelder bei ihm kaufen. So, die Zündkerzenkünstlerin, gibt es relativ einfache Herausforderungen. Auto auftanken, Stein sammeln, Waffe aufrüsten kann man bei ihr. Und Autos in der Nähe aufdecken, wenn man dringend ein Auto braucht und keins findet. So, der Knight Rider, Stoppschilder zerstören als Auftrag, Benzinkanister einsammeln, Kopfgeld kann man ihm erspielen und man kann auch Autos in der Nähe aufdecken. Der Turk, also hier der Angler. Klar, Fische fangen muss man bei ihm machen. An Angelstellen fischen, man kann eine Angel kaufen, man kann Schlürfisch kaufen und man kann bei ihm Boote in der Nähe aufdecken. Die Angelmeisterin ist ähnlich. Fische fangen, an Angelstellen angeln, kann Angel kaufen und Flosse kaufen. Die Gaunerin gibt einem den Auftrag, man soll Truhen durchsuchen, Vorratslieferung durchsuchen, man kann Kopfgeld mit ihr spielen. Sie deckt Schatztruhen gegen Bares auf und seltene Truhen deckt sie auch auf. Ist natürlich entsprechend teurer. Der Schnüffler. Auftrag, logischerweise verhöre Gegner, Kopfgeld. Und man kann Charaktere in der Nähe aufdecken, falls man andere Charaktere, die sich bei ihm befinden, noch nicht gefunden hat. Da gibt einem Infos dazu, wo man sie findet. Dann hier Grimby, der Gartenzwerg. Truhen durchsuchen, Kopfgeld erspielen, Waffe aufrüsten und Schatztruhen in der Nähe aufdecken hat er. So, jetzt hier weiter bei der Gärtnerin Sonnenblume. Die hat einem den Auftrag, sofort Gegenstände beim Obstgarten, also bei ihr zu verbrauchen, Heuballen zu zerstören, in einem Heuhaufen sich zu verstecken und man kann bei ihr Äpfel kaufen. Der eiserne Bauer. Da soll man sozusagen in den Obstgarten laufen, dort Schaden zufügen an Gebäuden. Man soll Mais bei seiner eigenen Farm, also bei seiner eisernen Farm sammeln. Dann die Arena des Gladiators besuchen, Kopfgeld kann man erspielen und Mais kann man bei ihm kaufen zum Heilen. Der Mopser hat interessante Aufträge. Einer ist beim Autofahren, also als Passagier, anders geht es ja nicht, aus dem Fenster zu gucken. Dann eine Türklingel benutzen, bis sie kaputt geht. Man kann Kopfgeld erspielen und man kann ihn rekrutieren. Dann bei Kit, der möchte, dass man Waschbecken zerstört und Badewannen. Metall abbauen, man kann Kopfgeld erspielen, Waffe aufrüsten und wenn man ihn tötet, kriegt man ein taktisches, episches Sturmgewehr. Der Beef Boss hat für einen den Auftrag, man soll Schilde wiederherstellen, fangen kleine Fische, Kopfgeld kann man erspielen und Waffen kann man bei ihm aufrüsten. Tomatenkopf hat Auftrag, Koalition wiederherstellen, Kopfgeld kann man erspielen, Waffe aufrüsten. Bei Bunker Jersey waren wir ja gerade. Da kann man Lockys Leuchtturm dann als Auftrag besuchen. Er zeigt einem, wo Bigfoot sich befindet. Und dann kann man mit ihm ganz normal quatschen über aktuelle Geschehnisse. Aber das fand ich jetzt nicht ganz so spannend. Das habe ich mal aus Spaß ausprobiert. Also er führt dann so eine kleine Konversation mit einem. Dann Bigfoot hat eigentlich nichts zu bieten. Man kann nur den Nullpunktfisch bei ihm kaufen, wenn man ihn braucht. Bei Rabatz gibt es gar nichts, das ist nur ein Boss, den kann man nur plattklopfen. So, und dann zum guter Letzt unser Fischstäbchen. Der hat den Auftrag, Angelfässer zu zerstören, dann Harponierer bei einem Gegner benutzen, also ihn ranziehen oder töten, damit ist egal. Waffe aufrüsten kann man ihm und man kann ihn rekrutieren. So, wie gesagt, das war jetzt relativ viel. Ja, ich überlege, ob ich das irgendwo noch online stelle zum Nachlesen. Aber ich gehe davon aus, wenn ihr Google oder eine andere Suchmaschine bemüht, werdet ihr genug Infos zu diesen ganzen Charakteren finden. Ich
wollte das nicht, sondern mein Hobby ist ja so ein bisschen Herausforderung, da es ja jetzt aktuell keine Herausforderung so richtig mehr gibt, sondern nur noch Aufträge, habe ich halt versucht, die alle selbst zu finden. Manche habe ich dann gefunden in Teams oder Random Teams oder Duos, aber 90% dieser Charaktere oder NPCs habe ich dann in Solo gesucht. So, jetzt ist das Video schon relativ lang, das soll es dann aber auch hier gewesen sein. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut!